Es war schon lange ein Wunsch von mir, dieses Unternehmen hier kennenzulernen. Ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt, denn diese Größenordnung habe ich nicht erwartet. Es ist also alles viel, viel größer und riesiger, als bei mir vorher in der Erwartung war. Werk Desser werden elektrische Lokomotiven und deren Komponenten instand gesetzt. Das bedeutet, dass alle elektrischen Loks, die es in Deutschland gibt, einmal irgendwann hier bei uns landen. Wenn ich mir so die einzelnen Bereiche nochmal so vor Augen führe, dann ist natürlich die Erstausbildung sehr, sehr wichtig, denn die Ausbildungsquote ist sehr gut. Man bildet auch für andere Bundesländer aus und damit wird jungen Leuten eine Chance gegeben, denn sie werden, wenn sie die Prüfung schaffen, 100%ig übernommen. Wir bilden alle die Berufsgruppen aus, die wir für unsere Arbeit hier benötigen. Mechatroniker, Energieanlagen, Elektroniker, aber eben auch der klassische mechanische Beruf, den wir hier ausbilden. Wir haben in jedem Lehrjahr etwa 30 Auszubildende, die dann in ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung hier ihr Rüstzeug bekommen. Die Instandsetzung selber ist schon eine ganz tolle Geschichte. Es ist die größte Lokwerkstatt in Deutschland überhaupt mit über 1000 Beschäftigten und auch für die Bahn einer der bedeutendsten Standorte. Das kann sich schon sehen lassen und ich glaube, dass die wenigsten wissen, dass dieses große Unternehmen zu uns gehört.